Hallihallöchen, Leutings, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von einer neuen Woche auch von Destiny 2 Season 23. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Und hier geht's jetzt weiter. Ja, ein bisschen verspätet, aber es ist da. Starten wir in die neue Woche. Ich werde dann es ist jetzt 17 Uhr, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Deswegen fliege ich jetzt direkt mal zu Helm, weil wir sollen wieder mit Riven sprechen. Ich habe die Woche schon ein bisschen was gemacht. Und nicht, dass ihr euch wundert, es wird so sein, dass ihr im Hintergrund manchmal ein gewisses Brummen hört, wenn ich rede. Eventuell auch, dass ich dann mit einem Satz abgebrochen bin. Ich muss jetzt gerade aktuell 24 Stunden zur Überwachung ein Blutdruckmessgerät tragen. Und das misst irgendwie gefühlt alle 10 Minuten oder so, keine Ahnung. Ja, also wenn ihr irgendein komisches Brummen hört, dann ignoriert es einfach. Ich hoffe, dass man es nicht hört. Ich werde dann auch aufhören zu reden, damit einfach die Rauschsperre es raushört. Aber es ist ein ganz schönes Dröhnen. Also nicht, dass ihr euch wundert. So, auf zu Riven. Guck gleich mal, was wir für eine Waffe dabei haben. Währenddessen Lawine. Nö, gib mir das da. Ja, das passt. So, Riven, was möchtest du? Du bist zurück. Ich wünschte, die Hexen der Königin wären so pünktlich wie du, oh mein Wächter. Die Täckchens arbeiten bereits am Magnetit. Doch ohne Hilfe können sie ihn nicht fertigstellen. Wie gern fände ich Freude an ihrem Mangel. Es wäre ein Festmahl. Allerdings, die Aufgabe, den Hilflosen zu helfen, wird erneut dir zuteil. Vielleicht steckt ja etwas von den Ahamkara in dir. Der Magnetit muss mit der Konfluenz eingestimmt werden. Der Kompass muss lernen, wo Norden ist. Vereinfacht gesagt natürlich, weil du es bist. Die Kalibrierung wird dauern. Soll ich für dich beten, dass du es lebend rausschaffst? Riven heißt dich erneut willkommen. Die Techians arbeiten bereits am Magnetit, doch ohne Hilfe können sie ihn nicht fertigstellen. Die Aufgabe, den Hilflosen zu helfen, wird erneut dir zuteil. Vielleicht steckt ja etwas von den Ahamkara in dir. Riven schlägt vor, dass du dich erneut in die Windung begibst, damit die Techians ihre Vorbereitung für den ständigen Magnetit abschließen können. Let's go! Rangprämien, yo, ja. Gut, ja, ihr seht ein bisschen, was ist schon passiert. Nehmen wir einfach mal jeden Bounty an und dann passt das schon. Wir sollen in die Windung, vermute ich mal. Genau, ständig Magnetitkalibrierung. Bade in der Windung abschließt und dort mit einem Einsatztrupp Wunschglasscherben sammelst. Ernsthaft? Wie jetzt? Das wird doch nie was. Ich hab gedacht, ich kann das mal eben fix in einer Stunde durchspielen. Habt ihr eine Macke? Das schaffen wir bis zum Dings nicht. Shit. Okay, ich brauche eine ordentliche Waffe. Du gehst raus. Ich ersetze dich durch was anderem. Da extrahiere ich den Bauplan und ich brauche dich. Ja, perfekt. Das ist Rivens Versteck. Ja, super. Oh, nö. Oh, das kann was werden. Okay. Thank you.
Genau, sicher. Ja, aber... Hat sich was irgendwie noch irgendwie...
Sie haben es dann nein! Thank you.
Kleines ist das Lichtlein. Würdest du bitte danke. Ich gebe einen Fick auf dein scheiß Nahkampf. Oh, du musst gut geschlagen so ungefähr. Und ja, es ist fernab von Plan. Können froh sein, wenn es Gold ist. Es ist Gold. Kontaktieren uns, wenn sie das nächste Ei gefunden haben. Weißt du, ich habe ziemlich viel Respekt vor dir. Ich hätte ernsthaft. Oh, wir sind eine Aszendenzlegierung. Du zuerst. Du und gut. Das haben wir. Sie hat uns beide ruiniert, weißt du. Jedes Angebot ist noch uninteressanter als das davor. Du musst echt Hunger haben. Gut, dann mache ich das noch fertig. Dir wünsche ich einen guten Hunger. Wir treffen uns dann auf dem Discord, ne? Nicht so schnell. Halb gibt's. Ich dachte, wir brauchen länger für die Scheiße. Achso. Doppeldämmerung. Alles klar und Vorhaut. Aber ja, so. Ich gehe erstmal zur Vorstelle und dann quassel ich mit Würfen und dann guck ich mal. Mhm. So, und wir sollen zu Petra zum Holoprojektor. Dann gucken wir mal. Dann sag, Schritt 1 ist dann wahrscheinlich wieder Rede mit Riven, ne? Genau. Perfekt. Dass ich Schritt das hier überschreite. Schritt 1 ist bei der Weekly Schritt 26. Perfekt. Danke dir. Upp.
Ja, aber ich möchte nicht wissen, wie jetzt die Randys geguckt haben. Alle sagen immer so, wie die Windung. Ach du Scheiße, wie soll man das denn machen? So. Le Holoprojektor. Ich gehe in Fullmute. Und dann schauen wir mal. Die Techians schließen ihre Vorbereitungen für den Magnetit ab. Deine Kalibrierungsarbeit war von größtem Wert. Es wird ein Leuchtsignal für die Königin sein, um ihren persönlichen Herold zu kontaktieren. Sie wird ihn verständigen und bitten, den Rest des Geleges zu uns zurückzuführen. Er ist der Letzte seiner Art. Wie erfreulich, dass ein Herold für Diplomatie nicht als Kriegswaffe eingesetzt wird. Selbst mit Riven. Bisher nutzte die Königin den offenen Himmel an der Spitze des Kereskammes für diese Kommunion. Dort wird es erneut gehen. Doch seit Rivens Fluch beanspruchen und verteidigen die Besessenen diesen Ort. Sie werden dich stark ausbremsen. Also zerreiße sie, sichere den Kamm und die Königin erledigt den Rest. Petra nickt dir dankbar zu. Die Techians schließen ihre Vorbereitung für den Magnetit ab. Deine Kalibrierungsarbeit war von größtem Wert. Es wird ein echtes Leuchtsignal für die Königin sein, um ihren persönlichen Hero zu kontaktieren. Sie wird ihn treffen und ihn darum bitten, den Rest des Geleges zu uns zurückzuführen. Dann wird Petra nachdenklich. Es ist der letzte seiner Art. Wie erfreulich, dass ein Herold für Diplomatie und nicht wie sonst als Kriegswaffe eingesetzt wird, selbst mit Riven. Bisher nutzte die Königin den offenen Himmel an der Spitze des Kereskamms für diese Kommunion. Auch dieses Mal wird er genügen. Petra warnt dich davor, dass die Besessenen dir jeden Schritt erschweren werden. Also zerreiße sie, sichere den Kamm und die Königin erledigt den Rest. Okay, let's go. Alle besten Wünsche. Schließe die Mission die Orakelmaschine auf den Kereskamm ab, um die Kommunion mit dem Hero zu ermöglichen. Yay, let's go. So, jetzt können wir wieder ordentlich spielen. Das sieht alles nicht so gut aus. Das habe ich schon im Besser. Nö. Nö. So, womit spielen wir denn heute Schönes? Das da. Das da. Und das da. So, die Orakelmaschine, wo ist sie denn? Kereskamm. Karte. Die Windung, Rivens Versteck. Moment, Kereskamm, Kereskamm. Träumende Stadt dann wahrscheinlich, ne? Zielorte, die träumende Stadt, da ist es. Oh, der zerbrochene Thron ist diese Woche drin. Nice. Die Orakelmaschine. Die Besessenen wollen die Kontrolle über ein unersetzlich erwachten Kommunikationsmittel erlangen. Einsatztrupp 1 bis 3 Spieler. Let's go. Wenigstens Rauchgebietskalierung. Erlange während der Saison. Okay. Und ja, das kommt jetzt alles nach und nach. Eingeflogen wahrscheinlich. Ah ja. Die Vianische Nebel, die träumende Stadt. Für die Kommunion mit meinem Herold müssen wir zum höchsten Punkt des Kereskammes. Es wurde mir eben schon so ein bisschen gespoilert, dass das hier ein bisschen aus Forsaken missbraucht wird. Unsere Arbeit kann beginnen. Sobald der Kamm gesichert ist, können Cydia und die Techians ein Leuchtsignal für Cydia und die Techians. Ja, ja. Ist okay. Habt ihr schön recycelt und aus Forsaken zurückgebracht. Aber ich find's gut, dass wir ein bisschen Content aus Forsaken zurückkriegen. So. Barrieren zerstört. Ah ja. Ich glaube, ich weiß wieder, was es ist. Es ist lange her, aber... Ja, ja. Drachenatem. Wow. Oh, Arkusladung. Woher?
Oder wohin? Also zum Observatorium. Ach so. Ah. Genau. Das Ganze machen wir jetzt irgendwie dreimal. Boom. Bist du der Dicke? Nein, du bist der Dicke. Ganz schnell. Naja, genau deswegen. Bitte nicht die spawnen. Ja, das kennen wir schon. Nur, dass wir damals de facto keine Waffen hatten. Aber selbst die Raid-Waffen auf dem Level sind von heutigen World Drops, also. Und die letzte. So. Halbsatz haben wir schon mal 5. Sparrow werde ich nicht rufen dürfen. Doch. Perfekt. Ich riskiere es jetzt noch nicht. So. Und. Ah. Ich soll hier noch gar nicht hin, das geht hier noch. Oh. Es brennt, so schön die Welt, sie brennt. So.
Surprise! Verstreut. Sie durchleben diesen Albtraum wieder und wieder, während wir uns verbiegen, um der Ahamkara zu helfen, die dafür verantwortlich ist. Eine Krise nach der anderen, mein Zorn. Ja, meine Königin. Nun, ich habe de facto keine Heavy. Das ist nicht so gut. Aber auch kein Brunnen. Voila. Dann kämpfen wir das Ding wirklich wieder wie früher. Oh, da oben. Gib mir mal was. Danke. Okachi. Renn. Weiß nicht, ob das schon ausreicht. Möglicherweise. Wenn nicht, ich habe jetzt Heavy. Das ist ein Fehler. What the fuck? Easy. Gut gemacht. Das Observatorium ist sicher. Sidia und die Tekkiens können dem Herold jetzt ungestört ein Signal senden. Wir nutzen es, um das Gelege in unsere Reichweite zu ziehen. Die Herolde halfen einst den Erwachten gegen die Schergen des besessenen Königs. Doch deine heutigen Taten erlauben es einem Herold, diplomatisch zu handeln. Vielleicht zum ersten Mal. Selbst wenn dies mit einer Staatsfeindin geschieht. Das ist egal. Dank dir ist hier alles geregelt, Hüter. Sehr schön, alle besten Wünsche. Schließe die Mission Enthymem ab. Okay. Ja, ein bisschen Forsaken. Wir kennen die Mission. Ich glaube, nur damals war man hier besessen. Da war hier alles so besessen und wir waren auf der Aszendentenebene oder so. Da ist hier die Orakelmaschine. Um sie nochmal zu sehen. Ich habe auch noch alte Screenshots von Tom damals. Kann ich jetzt an der Stelle, wenn ich dran denke, mal einblenden. So, gehört das noch zu dieser Woche 26? Hat Tom gesagt 21. Oh Gott, die Woche ist lang. Gut, macht nichts. Macht gar nichts. Schließe die Mission. Da ist sie. Kriege durch den durch den prophezeienden Hallenflügel in Riven Versteck und hol ihn dir. Und hol die Egelege. Ah, wir dürfen jetzt das Ei holen, dann dürfen wir noch quatschen und dann war's das. Okay. Biegen wir alles hin. Das nächste Ei sollte bald in Reichweite sein. Mara kümmert sich um den Herold. Wir halten dir den Rücken frei.
Kai. Es wird heute eine längere Folge, habe ich das Gefühl. Ich erfasse davon ein starkes Hohnaufgebot. Sie verstehen wohl. Dann spielen wir nochmal Solo-Bindung. Aber sie stehen uns trotzdem im Weg. Wie egal ihnen deine Schöpfung ist. Ich vermute, sie haben jetzt einen neuen Meister. So. Ignoriert das. So, einfach mal durchsprinten. Zack. Ach, hier sind wir. Pass auf, Hüter. Ja, ich möchte auch mal ein paar andere Waffen spielen, deswegen wechsle ich die öfter mal durch. Weil in den höherrangigen Aktivitäten spielt man eigentlich so ziemlich immer das gleiche, leider. Deswegen wechsle ich die Waffen mal durch. Schlecht sind sie ja alle bei mir mittlerweile nicht mehr so ganz. Also ich habe mittlerweile ein relativ gutes Arsenal aufgebaut. Und ich spiele auch erst wieder seit anderthalb Jahren aktiv. Davor habe ich auch nur vor Sunset aktiv gespielt. Cool, dass wir hier so ein bisschen im Raid rumlaufen. Wäre auch cool gewesen, wenn sie ein bisschen Mechaniken so mit eingebaut hätten. So frei nach dem Motto, so ihr seid jetzt im Raid, mach jetzt mal was alleine oder so. Das ist zwar nicht ganz so kompliziert und abgespeckt, aber irgendwie sowas. Das wäre ganz cool. Sammle genügend Äther-Korrumpierung, dann könntest du ihre Verteidigungen umgehen. Dein alter Prinz kennt sich mit so etwas aus. Am besten hörst du auf ihn. Easy. Okay. Sehr gut, dass wir die Wendung gespielt haben, dass da genau derselbe Encounter durch quasi dran war. Diese Hohnkämpfer können unmöglich neue Befehle vom Zeugen erhalten. Was haben sie vor? Jede Ecke der träumenden Stadt zu vergiften, die sie finden können. Vielleicht ähneln sie ihrem Schöpfer. Wieso lebst du noch? Boah.
So, ich muss ja auch noch Tavern aktivieren. Richtig, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Mit Gift. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf der Uhr. Muss die ja noch. Mhm. Gut, kriegen wir alles hin. Dann haben wir hier oben irgendwo eine übersehen. Oh, oder hier hin. Gut. Weiter geht er. Shit! Never mind. Da, der Kopf der Schlange. Wollen Sie sich das Ei holen? Schau. Easy. So. Da geht's Portal auf und da liegt das dritte Ei. Mensch, hat aber viele Eier gelegt. Enthümmeln. Töten, um die finale Form zu erschaffen? Nein, danke. Ein Wunsch, alles Leid zu beenden. Es war einmal dein Wunsch und führte so viel Tod herbei. Du weißt, dass ich das nicht wollte. Du hättest
hättest deine Worte sorgfältiger wählen sollen. Genug. Wir sind fertig. Die Königin wartet. Mhm. Wie sollen wir der Diskussion zuhören? Das machen wir natürlich auch. Das heißt, wir fliegen jetzt in die Helm. Ist ja erst Schritt 22. Und hören uns das Gerede an. So. Das hat eigentlich meine Poststelle, da gucke ich später rein. Genau, denn wir sind eigentlich schon in der Woche 3. Oh. Ich habe dich über Funk gehört. Es tut mir leid, dass wir mit Riven verhandeln müssen. Sie und ich haben unsere eigene Vergangenheit. Aber was sie dir angetan hat, wie sie deinen Verstand infiziert hat, das war unverzeihlich. Es schmerzt mich, dir das zuzumuten. Selbst nach allem, was passiert ist, glaubt ihr immer noch, ich bräuchte Schutz? Nein, das ist nicht. Ist schon gut, Mara. Ich verstehe. Wir waren stets verbunden. Selbst als ihr in der Aszendentenebene verloren wart, fühlte ich stets eure Präsenz, euren Herzschlag. Ich wusste, ihr wart noch bei mir. Riven konnte mich nur manipulieren, weil unsere Verbindung so stark war. Ist. Auf vieles bin ich nicht stolz, aber ich werde mich nicht für meine Beweggründe entschuldigen. Deshalb meldet auch ihr euch jetzt, wo ihr mein Unbehagen seht. Ihr seid meine Schwester. Nichts kann diesen Bund brechen. Nicht der Tod, nicht Riven, nicht einmal das Licht. Wie Ager und Rega. Die einander im Sturm finden. Tja, nun. Alles, was wir erlebt haben, das ist kein Märchen. Wir standen Seite an Seite, als die Welt um uns zusammenbrach. Und wir werden es wieder tun. Nun, sehr interessant. Die beiden scheinen sich wieder anzunähern. Alle besten Wünsche. Am Holoprojektor mit Osiris. Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen. Schritt 23. Was kommt denn da noch? Hüter, es geht leider nur langsam voran. Der Schleier ist raffiniert in sich selbst verstrickt. Er ändert die Form, indem die mit ihm verbundenen Bewusstseinsformen schwanken. Sie strömen mit Träumen und Wundern hinein und schwinden wieder. Ich glaubte, sobald ich die Mechanik des Schleiers und Strang begriffen hätte, würde ich die Muster mit neuer Klarheit sehen. Das war nicht der Fall. Es ist vollkommen anders, als Meere oder die Tiefen des Weltalls zu kartieren. Seine Architektur wird dadurch definiert, wie wir sie uns vorstellen wollen. Ähnlich wie die Aszendentenebene. Aber eher wie ihr Gegenstück. Die Aszendentenebene spiegelt Teile unserer Welt wider. Teile des Willens und der Bedeutung jener, die sie durchqueren. Diese Teile werden von unseren Taten definiert. Der Schleier wiederum nutzt nicht unseren Willen, unsere Entscheidungen, sondern unsere Absicht, vollkommen ohne Logik. Was wir fühlen, nicht was wir wählen. Das zu kartieren wäre wie die Neuschaffung einer Kreatur aus den kalzifizierten Resten, die wir in den Pyramidenschiffen fanden. Sie sind ein Bild einer Zerteilung, ein verstummtes Echo der Existenz.
Aber sie einfach so anzusehen, ihre ungleichen Teile. Selbst mit dem Verständnis ihrer Anatomie könnten wir sie nicht wieder zu ihrem Original zusammensetzen. Ich suche weiter nach dem Pfad des Zeugen in den Reisenden hinein, doch ich glaube nicht mehr wirklich, dass er je wieder beschritten werden kann. Riven ist wohl unsere einzige Wahl. Osiris zeigt einen Hauch von Frustration. Hüte, es geht leider nur langsam voran. Ich glaube, sobald ich die Mechanik des Schleiers und Strang begriffen hätte, würde ich die Muster mit neuer Klarheit sehen. Das war nicht der Fall. Es ist vollkommen anders als die Weiten des Meeres oder die Tiefen des Weltalls zu kartieren. Osiris erklärt, dass die Auswirkungen des Schleiers gewisse Ähnlichkeiten mit der Aszendentenebene aufweisen. Die Aszendentenebene spiegelt Teile unserer Welt wider, Teile des Willens und der Bedeutung jener, die sie durchqueren. Der Schleier wiederum nutzt nicht unseren Willen, unsere Entscheidung, sondern unsere Absicht, vollkommen ohne Logik. Was wir fühlen, nicht was wir wählen. Der Grad der Schwierigkeit, solch einen abstrakten und veränderlichen Raum zu kartieren, nagt an Osiris Selbstvertrauen. Ich suche weiter nach dem Pfad des Zeugen in den Reisenden hinein. Doch ich glaube nicht mehr wirklich, dass er je wieder beschritten werden kann. Riven ist wohl unsere einzige Wahl. Nun! Ich mit Riven. Mit 24, okay. Ja, Moment, ich guck nochmal. So viele möchten mehr Nähe zu ihrer Familie. Die Abwesenden und Entfremdeten schaffen Risse in der menschlichen Psyche. Ich höre sie selbst jetzt. Lass mich noch ein letztes Mal mit Vater reden. Lass meine Tochter mein wahres Ich sehen. Ein eher seltsamer menschlicher Impuls, findest du nicht? Ahamkara wollen hauptsächlich fressen. Das Meer zwischen Wunsch und Realität austrinken. Ahamkara sind Rivalen um begrenzte Ressourcen. Keine Verbündeten. Die einzige Ausnahme ist ein Gefährte. Manchmal wachsen wir über uns hinaus. Vielleicht hätten wir die große Jagd überlebt, hätten wir Seite an Seite gestanden, wären wir nur etwas menschlicher. Doch solch ein Abkommen liegt nicht in unserer Natur. So viele möchten mehr Nähe zu ihrer Familie, merkt Riven an. Die Abwesenheit und Entfremdeten schaffen Risse in der menschlichen Psyche. Ich höre sie selbst jetzt. Lass mich noch ein letztes Mal mit Vater reden. Lass meine Tochter mein wahres Ich sehen. Ein eher seltsamer menschlicher Impuls, findest du nicht? Sie erklärt, dass es bei Ahamkara anders zugeht. Ahamkara wollen hauptsächlich fressen. Das Meer zwischen Wunsch und Realität austrinken. Ahamkara sind Rivalen um begrenzte Ressourcen. Keine Verbündeten. Aber selbst ihre Art kennt Ausnahmen. Ein Gefährte. Manchmal wachsen wir über uns hinaus. Vielleicht hätten wir die große Jagd überlebt, hätten wir mehr Seite an Seite gestanden. Wären wir nur etwas menschlicher. Doch solch ein Abkommen liegt nicht in unserer Natur. Okay. Du kehrst erneut zurück, Hüter, mit einem weiteren Ei meines Geleges. Verdammt. Oh. Habe ich den Schritt jetzt schon? Nein. Schritt 26. Okay. Wir haben es nicht. Alles ist gut. Alles ist easy. Wir sehen uns das nächste Mal. Das war übrigens die Woche 3, nicht die Woche 2. Das habe ich eben die ganze Zeit gemerkt. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.